Ist ja was los hier im Haus. Der nächste Redner, Dr. Tim Ostermann für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben schon gehört, Ausgangspunkt dieses Gesetzgebungsvorhabens ist das Urteil des Bundesverfassungsgerichts im NPD-Verbotsverfahren. In seinem Urteil stellt das Gericht unmissverständlich fest, dass die NPD verfassungswidrig ist, weil sie gegen die Menschenwürde verstößt, weil sie die Demokratie und den Rechtsstaat bekämpft, weil sie wesensverwandt mit dem Nationalsozialismus ist. Diese Feststellung machen fast 50 Seiten des Urteils aus. Und dennoch wurde der Antrag auf Verbot der NPD zurückgewiesen, wie wir alle wissen. Mit der Begründung, die NPD ist bedeutungslos. Die NPD ist eine Partei ohne Aussicht auf politischen Erfolg, zum Glück. Und das ist aber erforderlich für die Durchsetzung der verfassungsfeindlichen Ziele. Das Bundesverfassungsgericht hat erkannt, dass das Ergebnis des Verfahrens etwas unbefriedigend ist. Eine Partei wird als verfassungsfeindlich eingestuft, kann aber ihr Treiben trotzdem uneingeschränkt fortsetzen. Aber bisher gilt nun einmal das Alles-oder-Nichts-Prinzip. Und darum hat der Senat dankenswerterweise auf Handlungsmöglichkeiten für gestufte Sanktionen gegenüber Parteien mit verfassungsfeindlicher Zielsetzung aufmerksam gemacht. Wenn man an mögliche Sanktionen denkt, kommt man sehr schnell auf die Möglichkeit, verfassungsfeindlichen Parteien die finanzielle Unterstützung des Staates zu entziehen. Das Gericht merkte in seinem Urteil an, dass der Entzug der staatlichen Parteienfinanzierung nach der geltenden Verfassungslage ausgeschlossen sei. Daher bestehe für Sanktionen unterhalb der Ebene des Parteienverbots kein Raum, solange der verfassungsändernde Gesetzgeber keine abweichenden Regelungen trifft. Das ist schon, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ein sehr deutlicher Hinweis. Und um ganz sicher zu gehen, hat Gerichtspräsident Voskuhle dieses Thema auch bei der Urteilsverkündung aufgegriffen. Bundestag und Bundesrat haben zugehört und haben das Urteil genau gelesen. Und schnell war klar, dieser Hinweis soll auch umgesetzt werden. Es ist auch für die Öffentlichkeit und nicht nur für die Öffentlichkeit schlichtweg nicht nachvollziehbar, wenn eine Partei, deren Verfassungsfeindlichkeit vom Verfassungsgericht festgestellt worden ist, durch den Staat, den sie abschaffen will, alimentiert wird. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Steuergelder dürfen nicht in die Hände von Verfassungsfeinden geraten. Auch dies gehört zur wehrhaften Demokratie. Es werden glücklicherweise zwar immer weniger Bürger, die der NPD bei Wahlen ihre Stimme geben, aber es sind immer noch zu viele. Und jede Stimme verschafft der NPD einen Zuschuss aus dem Steuersäckel 1,1 bis 1,4 Millionen Euro pro Jahr. Wir sagen, jeder Cent für die NPD ist ein Cent zu viel. Und darum ist das Ziel seit Längerem klar. Aber der Weg war fraglich. Wie setzt man dies gesetzgeberisch um? Und natürlich ist denjenigen, die das kritisiert haben, Recht zu geben, das ist schon ambitioniert juristisch. Wir wollen nun durch die Änderung des Grundgesetzes unterhalb eines Verbots eine geeignete und vor allem rechtlich uneingreifbare Maßnahme schaffen. Für diese Maßnahme kommt es nicht darauf an, ob die verfassungsfeindliche Partei mit der Abschaffung der freiheitlichen demokratischen Grundordnung Erfolg haben kann. Eine gegen unsere Verfassung gerichtete Zielsetzung genügt hierfür. Und da ist es übrigens egal, ob diese gegen die Verfassung gerichtete Zielsetzung von rechts oder von links kommt, Frau Kollegin Jelbke. Wir müssen gegen beides vorgehen. Da muss die wehrhafte Demokratie ihre Wehrhaftigkeit zeigen. Es ist auch richtig, dass das Verfassungsgericht über eine solche Maßnahme entscheiden soll. Denn schon der Schein, dass ein politischer Mitbewerber einem Konkurrenten die Grundlage für seine Existenz entziehen könnte, sollte vermieden werden. Und darum ist es sachgerecht, unmittelbar das Bundesverfassungsgericht entscheiden zu lassen. Bundestag und Bundesrat haben zwar die gleiche Zielsetzung, aber es gibt dennoch zwei Gesetzesinitiativen, was ja auch nicht ungewöhnlich ist. Die von den Koalitionsfraktionen eingebrachten Gesetzentwürfe sind mit denen des Bundesrates im Wesentlichen inhaltsgleich. Die Formulierung der Koalitionsfraktionen, das meinen wir jedenfalls, sind vielleicht an der einen oder anderen Stelle aber noch etwas präziser. Und vor allem enthält das Begleitgesetz der Koalition alle erforderlichen steuerrechtlichen Folgeänderungen. Denn der Staat fördert die Tätigkeit von Parteien auch indirekt. Parteien sind zum Beispiel von der Pflicht zur Entrichtung der Körperschaftssteuer befreit. Und Privatpersonen, die einer Partei Geld zuwenden, haben eine Abzugsmöglichkeit bei der Einkommensteuer.
Dies fördert mittelbar auch die jeweilige Partei. Und deshalb ist es wichtig und richtig, dass in einem solchen Fall auch die steuerrechtlichen Privilegien wegfallen. Das sieht auch der Bundesrat so. Aber da, gerade an der Stelle, ist der Gesetzentwurf der Koalition noch etwas umfassender. Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Initiativen ist die Länge der Frist, nach deren Ablauf die sanktionierte Partei eine Überprüfung verlangen kann. Der Bundesrat schlägt eine Frist von 2 Jahren vor. Wir als Koalition sagen, hier ist eine Frist von 4 Jahren angemessen. Dass es überhaupt eine Überprüfungsfrist geben soll, ist sinnvoll, denn schließlich muss es auch aus verfassungsrechtlichen Gründen eine Chance auf Läuterung geben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, trotz der kleinen Unterschiede zwischen den beiden Gesetzesinitiativen möchte ich abschließend auch mit Blick auf die Bundesratsbank betonen, es besteht eine große Übereinstimmung mit dem Bundesrat im Ziel. Kein Cent vom Staat für die NPD und für andere verfassungsfeindliche Parteien. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Tim Ostermann. Dann begrüße ich recht herzlich und gebe ihm das Wort, Boris Pistorius, den Minister für Inneres und Sport.